Lol. Okay, wir kommen jetzt zu spät der Aufnahme. Sind schon zwei Runden gefahren oder drei. Lol. Ausgemacht, Bitrate nicht mehr angemacht. Bist du noch da, Dave? Over. Es bleibt echt die Maus da, oder was? Fragt mich, vorher wurde über Ark geredet. Ob da auch die neue Fjordo-Map gespielt wurde. Ich weiß nicht, ich glaube Pink, du warst es. Hast du die neue Fjordo-Map gespielt schon? Und hast du deinen eigenen Server noch? Ich wollte letztes Mal Vatu mal wieder ein bisschen Transport Fever 2 reinschauen. Aber ich habe dann lieber das neue da gespielt. Wie heißt das? Captain Industrial. Kennst du das? Sehr zu empfehlen. Den Captain. Captain of Industry oder so. Sehr, sehr nett gemacht. So ein bisschen Arno und Transportfieber Mischung. BB, zum Glück warst du nicht nur 2 Minuten weg. Ich habe noch gebraucht, Zeit, mich zu erholen. Wie läuft's bei dir, Katie? Alles klar. Ich tue mich halt jetzt wieder schwer, weil ich noch mehr durch Tabletten gebremst bin. Und muss irgendwie versuchen, hier hochzukommen, gute Laune zu verbreiten, Kappa. Immer Katastrophe mit dir. Weg, Fliege, was ist denn? Weg, hey! Was ist denn hier? Attacke! Oh. Das sind wieder 2 Wespen. Kurz AFK. Ich habe wieder 2 Wespen hier, Alter. Mal rausbringen. 3 sogar.
Kannst du nicht vorstellen. Sitzt du hier und zockst, wirst attackiert, Alter. Es muss echt ein Nest sein, irgendwo hier in der Nähe. Das ist dann nicht schlimm, ich genieße die Zeit, wenn du nicht da bist. Hier, alles gut. Ja. Gestern schon drei und heute wieder zwei. Die fliegen genau auf das Licht über mich. Ich hab die mal mit einem, mit einem Glas habe ich sie gefangen, habe sie freigelassen. Das ist krass, wie sie angezogen werden. Okay, Dave scheint immer da zu sein. Ich wollte ihm nur eine Frage stellen, er muss ja nicht mitfahren. Brech. Gestern schon drei gehabt hier. Ich dachte, es ist eine normale Fliege. Da habe ich hoch zum Licht geschaut. Naja. Letztes Jahr, also das war auch schon im Dauerstream, haben die mich in der rechten Fuß gestochen. Irgendwo so zwischen C2 und 3. Weiter hinten. Und das war nicht so geil. Sagst du, das war nicht so geil. Ich habe ja immer so Schlappmann, weil ich ja nicht direkt den Boden berühren darf mit meinen Füßen. Boden Lava. Und die haben echt unter der, wie nennt man das, Schnalle oder sowas da ist. Ist sie da reingeflogen? Natürlich habe ich meinen Fuß bewegt und dann hat sie mich gestochen. Aber ich habe ihr nachher auch geholfen, den Weg zu finden ins Licht. Jo. Gerade Bremsen nach hinten gerutscht. Also mit manchen Autos, wenn du fährst, denkst du, du bist echt der Letzte, ey. Wenn du mit. Also Aston Martin war total cool. BMW und Ford auch der andere, aber der hier. Schwierig. Tut mir leid, aber ich besser kann ich nicht so nicht schalten. Krass, wie oft glatt das mit dem. Kofferraum ist jetzt okay, nur sehr, sehr dumpf, also brutal. Also gefühlt gar keine Höhen. Irgendwie die Mitten fehlen auch. Thank you.
Und der Katie am Start hier. Schauen wir mal, ob er in den ersten zwei der Runden meine Bestzeit schlagen kann. ...1,41 irgendwas. Aber schätzt mal schon. Auch so ein Schwitzer vor dem Herrn. Und ich glaube, du hast ja die Strecke quasi auch gewünscht, ne? Ich hab laut gemacht. Ich hab laut gemacht, das tut schon fast weh. Weiß ich nicht, bei euch im Stream wirkt es gar nicht so laut, ne? Mit dem Auto. Aber das passt schon so. Machen auf jeden Fall einen besseren Eindruck als die anderen bis jetzt. Vom Sound her. Würde ich sagen, vielleicht ein Tick schlechter, weil es alles so dumpf klingt. Komplett dumpf, als ob es irgendwie hinter einer Tür wäre so oder hinter einem Pappkarton. Obwohl es nah dran klingt, irgendwie weit weg. Wie wenn jemand hinter der Tür steht und mir irgendwas erzählen will, dann versteht es nur schlecht. Mal so in der Umkleide, wenn du mit dem Nachbarn reden willst. Ist Dave schon eingepennt oder was? Ich wollte jetzt noch fragen, was so schlimm ist am Lenker in der Formel 1. Weil ich möchte, dass wir unsere Karriere weiterspielen, da weißt du? Unser Koop. Koop mit Gino. Mit dem finde ich's ultra schwer, an die Zeit reinzukommen an meiner eigenen Zeit vom anderen Auto. Hängt dann noch über 2 Sekunden hinterher. Können wir dem nicht vorstellen. Ist viel zu rutschig und unsicher, das Auto. Fühlt ein BW schlechter als der andere hier, außer der eine.
Sektoren zurück. Sinkel ist nicht zufällig da, oder? Also, was habe ich denn da gemacht? Ich habe so viel eine ganze Sekunde verloren, ne? Okay, allein hier schon so viel aufgeholt. Ja gut, wenn ich die Zeit von vorhin mitnehme, komme ich an die Zeit von meinem anderen Auto auch. Aber ich fahre ja so vorsichtig wie auf Eischalen oder auf Eiern. Ne? Konnte aber diese eine Sekunde nicht mehr finden, die ich vorhin hatte. Also geht mit dem Auto auf jeden Fall noch viel besser. Man muss hier sehr, sehr vorsichtig fahren. Aber anscheinend sind die Zeiten okay. Mit dem anderen war das so abenteuerreich. Und der ist sehr, sehr, finde ich, rutschig. Aber die Zeiten... Okay, jetzt habe ich wieder viel verloren hier. Ich könnte mit ein bisschen Glück meine erste Martin-Zeit hier schlagen. Aber das wird schwierig. Bin schon so fast am Limit angelangt hier. Mit dem jetzt hat viel Zeit verloren. Schade. Kurz verbremst.
zwei Runden fahre ich noch mit dem, glaube ich, und dann passt es wieder. Gucken wir mal mit dem anderen. Wie viel Zeit ich hier verliere, krass. Ich habe erstmal Zeit gewonnen, voll viel verloren. Doch geringerer Gang machen müssen. Naja, ob es heute 14 Grad, 13 Grad wirklich wird in der Nacht, kann ich mir nicht vorstellen. So heiß, wie es gerade ist. Ich probiere jetzt mal hier dritten zu piesen. Weil vierter ist glaube ich zu schnell. Ich versuche vierten, nicht fünften. Ja, okay, vierter, nicht. Okay. Ja, die 0,3 wäre es da geil mitzunehmen. Ein toller Abschluss für den BMW. Aber irgendwie komme ich noch hier nicht zurecht. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man die fährt. Ich glaube, ich habe 1,41,1, oder? Mit der anderen. Also wenn man schön entspannt fährt und gemütlich fährt, ist der sogar fast leichter zu fahren. Im ersten musst du halt brettern. Boah, das ist so ein Zwischending.
Ich weiß, ich weiß. Voll die Zeit verloren, schade. Versaut. Dachte, ich könnte noch ein bisschen Plus machen in der Runde. Aber noch wenig Sprit. Dave, wo bist du denn hin? Ich wollte noch Fragen stellen. Hallo? Dave, Streu 11. Aber. Was ist mit dir? Ich wollte den Dave meines Vertrauens fragen. Gut, das ist eh egal. Okay. Boah, heiß, Mann. Ja, genau. So fühlt man sich, Kord. So fühlt man sich. GT3 kann man so krass fahren, ja. Beim GTE, glaube ich, kannst du nur mit dem Aston Martin so heftig fahren und mit dem Ford. Ja, mag ich doch, Voodoo, mag ich doch. Ich kann halt jetzt nicht 7 Tage nur im Bett liegen. Was ich auch nicht soll. Ich mache ja nur ein bisschen. Muss ja morgen eh wieder um 7 zum Arzt. Von daher bin ich hier dann eh schon wieder weg. Fertig. So fährt er das, okay? The guy behind has just done a 141.69.
Das ist stark, ja, das ist stark. Oh, ich habe meine eigene Zeit sogar geschlagen. 1:41,9, okay. Ja, das kann Katie noch locker schlagen. Aber ich könnte noch mehr aus dem BMW raus, aber da muss ich zu perfekt fahren, das schaffe ich nicht. Von daher ganz entspannt hier, nächstes testen. So, noch mal kurz in den rein, mal schauen, wie es mit dem war. Wissen Sie jetzt, wo du, haben die da AI-Improvements gemacht oder war es das noch, was ist da noch Content reingekommen? Mit diesem Achilles? Unausgesprochene Legenden? So. Ach, ich hätte den noch ein bisschen tweaken können im BMW, oder? War auch gleich aber nur eine Stunde. Max, weil hab Essen fertig, mega Hunger und gleich ein Blech Pizza. Weil ich ein bisschen ins Koma. Okay, okay. Ja, wie du Bock hast. Wie du Bock hast. Das ist ja. Eine Stunde ist besser als keine. So ein Ding. Na klar, Yellow Flag. Wenn Katie auf der Strecke ist, haben wir fast durchgehend Yellow Flag. Also, was würdest du da erwarten? Clear left. Krass, ich hab mit dem M8 vorhin meine Zeit vom Aston Martin geschlagen. Ja, genau, Monkas Tier. Bin nicht mehr so gut wie es geht zu am Schonen, aber Wodo, ich kann halt nicht im Bett liegen 24/7. Erstmal habe ich beim Liegen stärkere, schwerere Probleme zu atmen. Und zweitens ist das auch mit den Füßen nicht so einfach. Mal aus Feedback noch anpassen. Ich hoffe morgen, das Screening ist nicht ganz so wild. Ich habe keinen Bock auf irgendwie auf Krankenhaus oder so eine Scheiße. Nur weil ich nicht atmen kann. Ist doch scheißegal. Weißt du, ich meine? Lass mich doch lieber hier in Ruhe dahin vegetieren, statt im Krankenhaus.
Sector 2 is 0.8 off the pace. Ich finde es geil, wenn du was vorbläst hier. Dankeschön. Vorblasen, Main. Boost. Bescheid. Zu spät, zu spät. Du wirst gleich gekartet, Gino. Wenn du so einen Scheiß erzählst hier. Hi, ihr Macke fährt auch mit, oder was? Beste, willkommen. So muss das sein, Hi, Macke. Sector 1 time is good. Ja, siehst du, Budu? Jetzt hat er ein Ende.
Ich stelle jede Strecke auf 9999 Minuten und das ergibt halt diese Zahl. 6 Tage und irgendwas. Das ist eh besser, hab ich eh gestört, der Heiermacker, weißt du, ich meine. War eh schon nervig mit dem, gut, dass er weg ist. Das ist GG, KD! Ich dachte, das schaffst du schneller. Sie bestimmt Guides angeschaut und Setups ausgesucht. Mhm. Endlich. Ja, die ist halt so mit dem Programm, kann ich nicht viel machen. Vielleicht beim Gino dann auf dem Kanal. Ist es dann nicht mehr so? Ich kann ja mal, wenn... Ich muss ja dafür den Stream ausmachen und vieles testen. Ja, das sind diese kurzen Filme, das ist ja Sekundenschlaf. Da kann ich versuchen, ja, sehr, sehr umständlich alles für mich dann einzustellen. Mal gucken. Oder einfach was anderes zocken. Soll denn der Gino mit Full Facecam streamen oder lass mir das so mit Tastatur und Lenkrad und so? Tastatur und Lenkrad, okay, denke ich mir auch. Aber das macht doch jeder da draußen, weißt du? Das macht doch jeder Trottel. Das macht doch jeder. Jeder zeigt ja sein Face. Hackfressen, Face Agro, ich weiß nicht. Im Pool? Okay, im Pool machen wir Facecam, okay? Aber da habt ihr doch eh kein. Keine Zeit ins Face zu schauen, da müsst ihr doch auf den Arsch schauen oder auf den Penis. Da bringst du doch auch nichts, ist doch nur, weißt du? Beim Penis, okay. Wird gemacht. Oh, Lenkrad gehabt. Wie weit kann man da raus eigentlich? Kurz hier anschauen. Was ist denn das für eine Muschel, die du mir da geschickt hast? Was ist denn das? Komm gleich wieder, ich muss mir noch ganz Videos anschauen. Oh, schöner Boden, Alter. Geil. Bestimmt entspannter auf dem Boden als
Auf meinen Fliesen. Nice. Mach doch alles auf, oder kannst du nicht alles aufmachen? Komplett alles aufreißen hier. Was habe ich von der Tür? Nicht schon wieder Assetto da Corsa Competizione. Gibt's das nicht? Gibt's das nicht in nicht dem Spiel? ACC, ACC. Hey, jeder bei Pega spielt diese Scheiße, Mann. Ach, dein neuer Mitbewohner. Jetzt verstehe ich's erst. Ach, du hast die neu. Ah, ja, ja, nice. Hübsches kleines Ding. Ich hab nicht gewusst, dass das neu ist. Jetzt habe ich erst einen Text dazu gelesen. Ach so. Jetzt verstehe ich erst den Zusammenhang. Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen. Freut mich, dass ihr wieder. Das ist so schlimm im Internet. Sowas kriege ich immer einen Hass. Wenn du suchst irgendwas und du findest immer nur das Gleiche. Weil jeder immer nur das Kompetitionen-Ding hat. So zahlreich mit am Start seid und eingeschaltet habt. Denn wir wollen uns heute mal eine wunderschöne Strecke anschauen. Und zwar den Kyalami Circuit, wie ihr natürlich schon gesehen und erkannt habt. Und diese Strecke, die kenne ich immer noch nicht so laut, wie es braucht, oder? Noch gar nicht so lange, ehrlich gesagt. Ich habe sie das erste Mal jetzt wirklich hier in Assetto Corsa Competizione gefahren, seit das Intercontinental GT Pack draußen ist quasi. Und deswegen kann ich schon mal vorweg sagen, ich bin hier nicht der allerschnellste auf dieser Strecke. Wie nicht? Sowieso eigentlich so gut. Wozu machst du dann ein Video? Wozu machst du dein Video, wenn du nicht schnellster bist? Was denn jetzt? Uiuiui, das ist nichts für Arachnophobianten. Huch. Okay. Hat deine Mietze dafür keine Angst? Main-Simulation. Du musst zum Schauen halt. Ja, das ist ja das Problem. Ich schaue mir da die Scheiße an und mach die Scheiße nach. Okay, schick, schick. Was ist denn das hier? Eine Kürze. Das sieht aus wie so ein Rätsel bei Tomb Raider. Drehst du ein Ding, geht irgendwo was auf in der Wohnung. Ach, das sind einfach nur Fahrradteile. Na klar, sicher, wäre mein erster Gedanke gewesen. Cord ist verrückt, der wird nie wieder rauskommen. Imagine, auf der anderen Seite ist keine Spinne, kommt da rein und kommt nie wieder raus, weil er die Tür nicht mehr berühren kann. Mhm. Einfach gefangen. Gibt's nicht wieder ein Video vom Tom? Der ist der Profi? Was ist denn das? Okay, gucken wir mal. Wie nie, aber es gibt natürlich wie immer Leute, die natürlich noch schneller sind, aber ich möchte euch mit diesem Streckenguide schon mal so ein gewisses Grundverständnis für diese Strecke hier geben. Musst du mich langsam wieder dann gewöhnen, Guide zu schauen, ne? Wenn wir wieder einsteigen mit Tichi und Zinkri, dann müssen wir uns wieder Guides anschauen. Können wir hier auch anfangen. Und deswegen schauen wir uns heute mal meine Bremspunkte an, meine Linien an, die ich hier getroffen habe. Ja, Bremspunkte und Linien kann man nicht anwenden in anderen Spielen. Es ist halt, Problem ist ein anderes Spiel. Anderes Spiel, andere Physik, es ist vieles anders, aber man kann es schon adaptieren ein bisschen. Zumindest ein paar Sachen kann man schon. Natürlich, euch hilft das Ganze weiter. Ihr könnt euch dadurch ein bisschen verbessern, euch was abschauen. Und wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr mir natürlich sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ja, ich weiß, Däumchen werden Träumchen und sowas. Tutorials, Guides und Sinn. Ah ja, Pink, hast du auch Fjordur gespielt? Die Map bei Ark, die letztens rausgekommen ist? Und hast du noch deinen Server? Mhm.
Basic Action in Zukunft. Hinterlasst gerne einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich gehe da auf jeden Kommentar auf jeden Fall ein. Und ich würde sagen, wir starten hier mit der Hot Lap. So, Freunde, bevor wir auf die Hot Lap gehen, ist es natürlich immer sehr, sehr wichtig, genügend, okay, das ist der Porsche, den haben wir auch, Schwung mit auf die Start- und Zielzone, gerade hier auf dem Kia Army Circuit, da die Start- und Zielzone doch schon relativ lang ist, zahlt es sich natürlich umso mehr aus, wenn man da am Anfang... Genau, ich wusste, du hattest den damals vor Monaten bei Nitrat oder so. Ist noch der gleiche, oder hast du noch ein bisschen rumgefummelt? Und hast du Fjorder gespielt? In der Hot Lap. Das Map, die du nicht gespielt habe. Auf die lange Gerade nimmt. Gleich wurde, ja. Oder andere Tausendstel dann natürlich noch mitnimmt. Für die erste relativ scharfe Linkskurve positioniere ich mich hier schon mal sehr weit rechts, um ziemlich genau bei dem 100-Meter-Schild zu bremsen. Ich gehe hier sogar runter. Ja, warte, da können wir mal kurz. Haben wir jetzt hier Wohnungstour oder was? Was ist denn das? Also ganz normale Fahrradteile an der Wand hängen. Ja gut, andere haben komische Controller aufgemacht und hängen da. Ach so, stimmt, du hast ja jetzt, ja, 12 Wochen. Ja, alles gut, habe ich nicht dran gedacht im Augenblick, als ich gefragt habe. Was steht hier? 6 3 Okay, einfach Fahrradteile. Kannst du bestimmt noch sagen, aus welchem Fahrrad? Ah ja. Okay, schöne Gangschaltung. Kommt nochmal in groß. LOL, Alter. Kurt, guck mal. Noch was für dich. Ganz wilde Geschichte. Ganz wilde Geschichte. Oha. Ja, so kann's gehen. Ganz überraschend dir. Danke, Buru. Schöne Einsicht. Du hast ein interessantes Ziel, habe ich schon gemerkt. Als der hat ja so ein PC, hat er über dem Schreibtisch hängen oder genagelt an einem Holzbrett oder so. Da stehen die Teile drauf. Das ist schon nice. Nichts erlacht, nur Kord. Ja. Okay, bei 100 Meter Außenbremse oder was hier? Ja. Runter bis in den ersten Gang, um dann wieder voll durchbeschleunigen zu können. Hier den Rechtsknick, den kann man natürlich voll nehmen, aber jetzt wird es direkt schon mal sehr wichtig. Hier muss man sich sehr weit rechts positionieren, um möglichst viel Schwung durch diesen Linksknick auf diese Gerade zu nehmen. Da kann man sehr viel Zeit liegen lassen, wenn man das nicht tut. Deswegen rechts, ja, positionieren, den Winkel möglichst groß halten und wieder voll durchbeschleunigen. Für die kommende sehr, sehr langgezogene Rechtskurve fahren wir hier schon mal sehr weit nach links rüber, um einmal kurz die Bremse anzutippen und uns dann im vierten Gang in diese Kurve reintreiben zu lassen. Und circa bei der Hälfte der Kurve, wenn man ziemlich genau am Scheitelpunkt angekommen ist, innen, steigt man wieder voll aufs Gas, um dann natürlich den ganzen Schwung mit rumzunehmen und die volle Streckenbreite natürlich auch wieder voll ausnutzen zu können. Und danach positionieren wir uns direkt im Anschluss ganz weit rechts, um kurz nach dem 50-Meter-Schild wieder in die Eisen zu gehen. Das heißt doch, um Gott, was ist denn das? Runter in den zweiten Gang und da können wir in den Curb auch wieder leicht mitnehmen und beschleunigen wieder voll durch auf die nächste kurze Gerade. Für die kommende Links-Rechts-Kombination bleibe ich hier direkt sehr weit rechts, beschleunige den dritten Gang. Geht er jetzt über den Curb oder nicht? Im dritten Gang. Komm, voll über den Curb. Auto wirklich so stabil möglich zu halten. Jawohl. Lastenwechsel, da auch drüber und dann voll einlenken. Wenn es auf rechts geht, kann man das Auto schon mal sehr. Das ist immer scheiße, so schnell links-rechts kommen. Dann schaukelt sich das Auto auf und müsste es rip. In den Porsche. Deswegen versuchen wir das Auto stabil zu halten und hier natürlich auch wieder den vollen Schwung mit rumnehmen und wieder voll durchbeschleunigen. Jetzt kommt wirklich eine sehr, sehr blinde Anbremsphase. Ja, bescheuert ist das hier. Die Kurve wollte ich mal nicht anschauen. Und die nächste, die und die nächste. Also das heißt, man hat keinen direkten Anhaltspunkt, keine richtige Orientierung. Es geht, es ist ein 100-Meter-Schild und hier ist ein 50-Meter-Schild. Und an dem Curb kann man sich auch orientieren. Oder muss man, oder den Bagger anvisieren, wer weiß.
wo man am besten in die Bremsen oder in die Eisen gehen sollte. Das heißt, ich würde mir am besten diesen Bereich zwischen dem 50-Meter-Schild und dem Anfang der Curbs auf der rechten Seite so spät, als Bereich nehmen, in dem man in die Eisen gehen kann. Vielleicht mal ein bisschen später probieren, vielleicht mal ein bisschen früher probieren, so ein Gefühl dafür entwickeln. Ich gehe hier runter in den ersten Gang, versuche natürlich wieder... Also doch so eng fahren und dann schon voll herausbeschleunigen hier, ne? Immer möglichst viel Schwung. Über den Körper und dann hier rüber, oder? Berg hinunterzunehmen, damit man da auch wieder möglichst viel Zeit gut macht. Und den kommenden Linksknick, den kann man wieder ohne Probleme vollnehmen. Hier ist es aber auch wieder wichtig, darauf zu achten, sich direkt links zu positionieren. Ziemlich genau bei dem 100-Meter-Schild, vielleicht sogar ein paar Meter später, in die Eisen zu gehen, runter in den zweiten Gang zu schalten, um hier rechts den Scheitelpunkt perfekt zu erwischen, wieder früh aufs Gas, hoch in den dritten Gang. Ja, das ist verdammt schwer, finde ich, die Kurve. Und hier dieser Rechtsknick, der hat es auf jeden Fall nochmal in sich, auch wenn es erstmal sehr unscheinbar aussieht. Wenn man hier drauf kommt, kann man anscheinend rüberfliegen bei der Strecke hier. Bei uns können wir die ganz nehmen so. Denn innen am Körb ist so ein fieser Wurstkörb, so ein Bumper, wenn man den erwischt. Ein Wurstkörb oder was? Ist man auf dann fliegt man vom Fenster, deswegen nicht zu früh einlenken, nicht zu spät einlenken. Hier für die letzte relativ enge Linkskurve nochmal ganz rechts positionieren, ziemlich genau beim 50-Meter-Schild runterbremsen. Erste oder zweite Gang, da kann man auch mal ein bisschen experimentieren. Ja, und dann hat man hier eine Runde auf dem Kyalami Circuit gemeistert. Boah. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze weitergeholfen und ihr konntet euch hier und da so ein bisschen was abschauen und könnt dadurch eure Rundenzeiten natürlich verbessern. Lasst es mich gerne mit einem Däumchen wissen, wenn das so ist. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst natürlich auch gerne ein kostenloses Abo da für weitere Streckenguides. Nochmal eine Runde, oder? Simracing Action und so weiter. Ich würde mich mega. Was hat er? 1,41,34. Ja, ich bin auch ein anderes Auto gefahren. Müsste man mit dem anderen vergleichen, aber ich bin mit keinem GT3, glaube ich, gefahren. Komme ich ran in seine Zeit so einfach mit dem Auto. Wenn ihr zukünftig auch weiterhin mit am Start seid, ich lasse euch jetzt nochmal die komplette Runde quasi ohne Unterbrechung. Ähnlich fahren geht ja, aber zu perfektionieren ist halt schwierig. Einmal durchlaufen, zieht es euch rein. Weiß nicht, ob ich das jemals hinkriege mit den Füßen. Wir sehen uns im nächsten Video. Aber ich gebe mein Bestes, geht schon. So. Boah, so macht er das. Ja, so ein bisschen springt er da auch raus. Kommt der Lautstärke nicht zurecht mit dem Headset hier. Ich fahre ja mit. Ich fieber ja mit. So ist er nicht. Okay, dankeschön. Jo, dann gucken wir mal. Ja, ich mach's ja eh nicht, aber das ist halt schon gut gefahren hier. Das Auto haben wir auch, gell? Jetzt wird der Haie Mark auch mein Scooter hier. Kannst du nicht vorstellen hier. Besetzt. Mit dem müsste er gefahren sein. Ich würde zwar mit dem testen wollen, weil ich GT3 auf der Strecke, weiß ich nicht, testen wir mal mit dem.
Wie sich der fährt, aber ich muss ein anderes Setup laden, weil das Drohnen-Setup ist ja Mist. Ich lade mir das von Garoding-Setup von Technik mal schauen. Nö, musst du nicht. Ich glaube, ich bin schon gefahren mit dem. Ich wollte jetzt mal 1:1 das nachfahren, Kady. Ferrari. Mach ich. Ich weiß nicht, ob ich den mache. Für später oder so. Alles gut. Ich würde noch gerne den GTE Porsche probieren. Aber jetzt, nachdem wir das Video gesehen haben, probiere ich es genau mit dem Fahrzeug. Profi-Ofi? Profi? Okay, Profil. Okay. Nee, gönn dir den Ferrari. Der ist nice. Ich werde mir vielleicht, bevor ich die Strecke wechsle, ja, ein, zwei Runden schon, aber ich werde mit dir mich reinschwitzen. Bei der Strecke will ich mehr so die GTEs testen, deswegen alles gut, danke dir. Okay. Aber das dir beim 50-Meter-Schild oder 100-Meter-Schild und dann von außen da? Ersten hat er gesagt hier. Okay, der hat über diese Scheiße in dem Schalten. Ich finde die Übersetzung von dem Porsche einfach nur schrecklich, sage ich euch. Aber ist stabil auf den Curbs, oh Gott. Und ich muss Force Feedback ändern. Ich wäre hier im dritten, aber ich glaube, er war im zweiten, oder? Habt ihr gesehen, wie ich nach vorne wegrutsche einfach? Oh. Oh. Zu spät. Oh, aber geht. Das ist manchmal auch egal, wenn du ATC irgendwann Profi sein wirst, musst du die können hier, DJ. Es geht ja nicht um mögen. Es geht hier um die Welten, Strecken der Welt zu lernen und irgendwann mal mehr zu können. Also ich nicht, ich kann das nicht, aber für euch. Ich fahre alle Major-Strecken auf der Welt mit euch, damit ihr irgendwann bei irgendwelchen Ligen mitfahren könnt oder so. Bei mir ist das schwierig, weil ich kann ja nie genau sagen, hey, wenn jetzt was ansteht, ob ich das... weil ich daran teilnehmen kann. Vielleicht, wenn ich mal Tabletten so eingestellt bekomme, schon, aber so random ist schwierig. Jetzt hock dir ins Auto und fahr gefälligst, der fix rumzicken, ja. Was mit dir? Sein Mann, steig ins Auto und gib Gas. Heiermarke hat eh schon freigeräumt das Auto. Von daher passt das eh, Kady. Dann fahr doch mit deinem Porsche. Ich sag ja, GT3 ist halt wild, ne? Was hab ich denn gemacht? Ich hab grad Curb Climbing gemacht. Was war denn das jetzt hier? Zu viel eingelenkt, wusste ich alles so.